Weil wenn wir jetzt mal so durch unsere Mitarbeiterabteilung gehen, haben wir jetzt einen Sportwissenschaftler, einen Leihkoordinator haben wir jetzt noch und einen Standardtrainer. Das heißt, wir haben jeden Platz besetzt in unserem Team. Das ist sehr geil, weil somit können wir auch eine viel bessere Leistung in jeglichen Bereichen zeigen. Leon Opitz hat verlängert um 4 Jahre. Duksch! Marvin Duksch 1:0. Das war alles aber kein Elfer. Und Benze Baini macht es 1:1. Und wir spielen 1:1 am Ende. Felix Agu hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Und wir haben offensichtlich schon den Klassenerhalt der Bundesliga erreicht. Sehr stark. Einfach schon nach Spieltag 25. Amos Pieper hat verlängert. Und auch die ganzen Jugendspieler haben Jugendverträge unterschrieben. Gut, jetzt gegen Union Berlin. Und wir gewinnen mit 1:0. Jetzt gegen Wolfsburg. Und wir gewinnen mit 2:0. Romano Schmid hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert. Sehr schön. Nun gegen Frankfurt. Wir simulieren es wieder. Wir spielen am Ende 2:2. So, nun abschließend gegen Leverkusen und das Spiel endet mit 0:0. Köln hat zeitgleich 4:0 verloren, das heißt, wir haben immer noch unseren Champions League Platz mit 52 Punkten aus 29 Spielen und das lässt sich absolut sehen. Nein, es regnet schon wieder rein! Stopp! Ich würde sagen, auf geht's in die Werder-Karriere. Wir sind aktuell 4. in der Tabelle, haben 52 Punkten aus 29 Spielen. Wir wollen heute hier die Saison beenden und haben noch Spiele gegen Stuttgart, Augsburg, Gladbach, Leipzig und den VfL Bochum zum Abschluss. So, nun der 30. Spieltag gegen den VfB Stuttgart, 17. Wir spielen zu Hause. Wir können wichtige Punkte holen im Kampf um die Champions League und das ist auch das Ziel. Deswegen gehen wir so rein. Ecke für uns. Erstmal rausgeklärt. Schmid, nochmal Duksch. Jinma, Ball geht vorbei. Anthony Jung jetzt in die Mitte. Duksch mit dem Kopfball und der Ball geht vorbei. Boah, Line, nicht Junge. Komm aus dem Nix. Mitte, Duksch Kopfball und. Boah, Nübel kratzt ihn dann auch irgendwie raus. Duksch, ja! 1:0. Sehr schön. Zur Halbzeit steht es hier 1:0. Wir hätten deutlich, deutlich höher führen müssen sogar. Wir wechseln jetzt zur Halbzeit. Schmid geht raus und dafür kommt David Kownacki mal rein. Oho, gut abgefangen. Duksch. Also zum Glück zu spät. Ganz, ganz schwach. Agu. Abschluss und drüber. Oho, wieder Agu. Lin. Boah, Junge, ey. Nein! Was machen die denn da? Ist das dumm? Deman! Boah! Ach du Scheiße! Kownacki. Ja! Da sind wir doch! Endlich! Die Erlösung! 2:0! 92. Minute David Kownacki. Wir gewinnen letztendlich mit 2:0. Sehr, sehr wichtig. Wichtige Punkte im Champions League-Rennen. So, nun gegen Augsburg. Augsburg ist 15. Wir sind nach wie vor 4. Auf geht's hier in Augsburg. Rex mit Scheibe und drüber. Bittenkurt. Schmid. Dame hat ihn aber abgefälscht. Agustay. So, Zeitstatt steht's hier 0:0. Muss auf jeden Fall mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Jetzt Jung. Jung und Darm hat ihn erstmal geklärt. Agu den zweiten. Jetzt Breithaupt aber nochmal. Bringt ihn nochmal rein für Jago. Boah, Leute, ey. Stay nochmal auf Jung. Gut gemacht. Guter Pass. Jinma. Kownacki. Foul. Elfer. Elfer gegeben. Sehr schön. Kownacki wird ihn ausführen. David Kownacki mit der Chance aufs 1:0. Und er trifft. Da sind wir. 1:0 für den SV Werder Bremen. David Kownacki trifft in der 58. Minute. Digga, 1:0. 1:0, ich sag, was sag ich schon? 1:1. 1:1 Augsburg hier. Das Spiel ist vorbei. Ende mit 1:1. Nun gegen Gladbach. Gladbach ist aktuell 10. 41 Punkte. Für die geht's eigentlich so gesehen um nichts mehr. Könnten theoretisch noch in der Conference League kommen, ist aber eher unwahrscheinlich. Für uns sind die Punkte wichtiger. Deswegen auf geht's. Danke, Duksch. Und 1:0. Hannes Wolf. Hannes Wolf 1:0. Ich sag schon wieder 1:0. 1:1. 2:1. Alter, ey. Ja, Support im kostenlosen Support. Abseits. Wenn das Tor gegeben wird, dann gute Nacht. Tor gegeben. Oh,
Junge wird getunnelt in die Mitte. Hannes Wolf 3-2. Pavlovic, jetzt komm. Lutsch, Digga. Wohin denn, Alter? In den Wolken. Pavlenka. Ja! Tor! Jerzy Pavlenka! Nein! Ach du Scheiße! Ey! Nein! Pavlenka macht ein Tor! Schmied, nicht schießen! Pocho! Nein, nicht so! Und das Spiel endet mit 3-3. Was ein Spiel! Wir hätten das gewinnen müssen. Aber Pavlenka mit dem Tor! Und wie kann Hannes Wolf 2 Tore gegen uns machen, Mann? Alles egal, Pavlenka mit dem Tor! Fortschritte bei Vereinszielen begeistern Vorstand. Qualifikation für die Europa League. 3 Jahre früher als geplant. Sehr, sehr, sehr stark, Mann. Da sind wir doch. Die U19 holt den Titel in der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nord-Ost. Sehr stark. Haben sich gegen Leipzig unter anderem durchgesetzt mit 6 Punkten. 6 Punkten mit 6 Toren mehr. In Wolfsburg 2 Punkte mehr. Hertha 2 Punkte mehr. Und U19, sehr vielversprechend. Jetzt haben wir alles reinwerfen gegen Leipzig. Diese Formation, diese Männer sollen es wieder richten. Auf geht's, des Simulierens. Und wir gewinnen mit 1-0. Marvin Duksch ist der Siegtorschütze. Vor allem total unverdient, wenn man sich mal anguckt. 21-11 Schüsse, 10-3 Torschüsse. Und Rosiak bestätigt seinen Wechsel zu Werder. Damit haben wir für unsere U19 oder U23, U21 irgendeine Mannschaft von uns noch 9 Spieler. Sehr schön. Kann Rechtsverteidiger sein, aber auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Von Arsenal kann natürlich ein bisschen was, hat noch ein bisschen Potenzial. Mal sehen, ob der sich vielleicht noch darüber hinaus entwickelt. Aber grundsätzlich immer geil, neue junge Spieler bei sich begrüßen zu dürfen. Letztes Spiel der Saison gegen den VfL Bochum. Alles reinwerfen, auf geht's. Das letzte Spiel gewonnen. Hoffentlich können wir hier heute dran anknüpfen. Stay-Abschluss. Boah, eine Latte. Duckschmerz mit Freistoß. Riemann holt ihn noch irgendwie raus. Und zur Pause steht's hier 0-0. Ja. Ist halt auch irgendwie ein 0-0 Spiel, noch nicht viel passiert. Und das ist 1-0 durch Philipp Hoffmann. Gleich. Agu. Aber wieso dann so? Also ist das so unnötig. Kannst du mal, wenn du führst, oder nicht? Was erhofft? Was erhofft er sich dadurch? Rosso, Pocho. Duksch. Da sind wir doch. Kein Abseits, Junge. Kein Abseits. Zählt, sehr geil. Jetzt alles nach vorne. Hey. Schmied. Ja! Romano Schmied! Spiel gedreht! Da sind wir doch! Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 2-1 gegen den VfL Bochum und sind damit Sieger. Unglaublich hier, aber total wichtig. Und Grosso zeigt nochmal eine gute Leistung zu seinem Karriereende. Geil, geil, geil. Und damit sind wir in der Champions League. Werder Bremen hält 83 Millionen Euro. Wer hätte es gedacht, dass wir nach einer Saison, wo wir in der ersten Runde des Pokals ausscheiden, am Ende uns doch für die Champions League qualifizieren. Bin sehr stolz auf die Mannschaft. Das 4-2-3-1 hat uns ja, sehr viel Stabilität gebracht. War dann auch besser als die ursprüngliche Formation, die wir spielen wollten. Aber wer weiß, was kommt in der nächsten Saison. Da können wir gespannt sein. Vielleicht wechseln wir das System dann ja wirklich. Mal sehen. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Und das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Von daher, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.